Moin und schön, dass ihr zum neuen Podcast dabei seid. Und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter. Ja, hier reden wir nochmal über das DJI Mic 2. Ich habe darüber ja schon einige Videos gemacht, auch die Entfernung damit abgelaufen. Wie gesagt, ich bin von dem Produkt echt begeistert und auch überzeugt. Auch dass denn mit der Firmware teilweise auch Verbesserungen reingekommen sind. Also in der Zeit, wo ich das jetzt habe, das sind jetzt knapp 3 Monate, sind jetzt 2-mal neue Firmware-Updates gekommen. Sowohl für Sender als auch, na klar, für den Empfänger. Ich habe mir das ja einzeln gekauft. Ich verlinke euch die Videos auch. Ich habe mir erst nur das Set gekauft. Ein Empfänger, ein Sender. Dann habe ich mir das Perlweiß noch dazu gekauft als Sender und habe mir dann das Ladecase gekauft. Da ist natürlich auch die große Tasche dabei. Ich wollte dieses Set so haben. Na klar, kann man nun sagen, ich bin verrückt. Warum kaufst du den nicht gleich? Aber umgekehrt, wenn man drüber nachdenkt, hätte ich mir gleich dieses Set gekauft, wo 2 Sender, ein Empfänger dabei ist, und hätte mir dann das Perlweiß gekauft, wäre es ja teurer geworden. Aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. So habe ich, na klar, für einen Podcast oder für ein Interview die Möglichkeit, das so ein bisschen zu variieren. Wer kriegt das Weiße und wer kriegt dann das Schwarze? Für mich sieht das, klar, beides gut aus. Das Perlweiß, also momentan, ich weiß ja nicht, wie es aussieht nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, wenn das regelmäßig benutzt wird, sieht für mich etwas eleganter aus. Das ist aber mein persönlicher Eindruck. Ich würde mich mal freuen, wenn ihr dazu schreibt, wie ihr das sehen würdet. Ich habe schon einige Kommentare bei den Videos gelesen oder gesehen, dass sie beides schön finden. Also auch das Schwarze, das ja nicht ganz Schwarze, sondern das leicht Durchsichtige, sodass man auch ein bisschen was von der Technik sieht, finde ich auch gut. Also um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Ich hatte nun das Glück, dass ich bei jemand anders mal das DJI Mic 1 sehen konnte. Ich nenne das jetzt mal so, Mic 1. Wo das Ladecase, na klar, nicht ganz so gut war. Es öffnete sich praktisch ja selbstständig und können dann auch die Teile rausfallen. In meinem Ladecase habe ich nur USB-C als Adapter mit drin. Den Lightning-Anschluss brauche ich ja nicht. Ich habe alle Geräte auf USB-C. Ob nun beide Tablets, also iPad Pro 12,9, das iPad Mini der 6. Generation oder mein iPhone 15 Pro Max. Alle laufen sie ja auf USB-C und ja, deswegen nutze ich das dann auch. Wenn ich an die GoPro denke, also Hero 12 habe ich, dann muss ich natürlich den MIDI-Mod benutzen und kann das dann mit USB-C anschließen. Ich kann es zwar über Bluetooth sehen, aber ich kann es nicht koppeln. Ich habe es versucht, noch und nöcher, es funktioniert einfach nicht. Den Sender kann ich natürlich mit dem Samsung-Telefon oder mit dem iPhone kann ich das, na klar, per Bluetooth koppeln, was, na klar, nicht schlecht ist. Aber da ist, na klar, die Entfernung nicht ganz so weit, als wenn ich mit dem Sender und Empfänger arbeiten würde. Aber gut, das muss man, klar, immer gucken und sehen, wie man das gerade braucht. Habe ich, na klar, den Empfänger dran, hat derjenige, der den hinter der Kamera vielleicht sitzt und kann den Kopfhörer mit anschließen und kann sich das beides anhören, wenn ich beide Sender benutze. Hat natürlich auch einen Vorteil. Denn ich nehme jetzt mal den Reichweitentest, den ich gemacht habe. Da habe ich dann nur den Empfänger am iPhone angeschlossen und bei der GoPro habe ich nur mit MIDI-Mod gearbeitet, um zu hören, um zu gucken, wann ist das da nicht mehr schön. Also hätte ich 2 Sender, aber ich wollte ja die Unterschiede wissen. Auch beim iPhone, wenn ich nur mit dem iPhone arbeite, dann hatte ich auch mit den AirPods Pro gearbeitet und dann halt mit DJI 2 Mic. Und ich habe versucht, es so gut es geht, den
Ton oder das, was ich gesprochen habe, klar rüberzubringen, dass man das vielleicht die Unterschiede vielleicht mitkriegt, ist aber na klar auch nicht immer leicht und nicht immer ja, schwer ab und zu mal. Das ist genauso mit Bildern oder Videos. Man kann das nicht immer richtig rüberbringen. Das hatte ich auch in einigen Kommentaren bei mir gelesen. Oder wenn ich das so im Bekannten- oder Freundeskreis mitkriege, hier du, das kriegt man so nicht mit. Wenn man das selber macht und beim Schneiden ist, oder wie auch, dann hört man das vielleicht. Aber es klappt vielleicht nicht immer. Und wie gesagt, ich bin auch nicht perfekt, um Gottes Willen. Ich lerne immer noch dazu und versuche das jetzt auch immer weiter zu verbessern. Und dann würde ich sagen, soll es also hier auch gewesen sein. Und dann hören wir uns im nächsten Podcast. Ciao, ciao, euer Tech Dave.